So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Gamer-Freunden, unserem Einsteiger-Guide heute hier für Modern Warfare 2, dem neuen Multiplayer. Ich möchte hier mich mit diesem Video vor allem an natürlich neue Leute wenden, die mit dem Spiel erstmal zurechtkommen müssen, bisschen das, die Menüs erklären, ein bisschen erklären, wie der Waffenbauplan funktioniert oder generell, wie man sich seine Ausrüstung zusammenstellt. Und das soll Thema dieses Videos sein. Ich will es auch nicht zu kompliziert machen, denn mit Spielen selber erklären sich nachher viele Dinge von selber, aber wer hier wirklich neu ist in Call of Duty, der wird erst einmal große Augen machen. Euch möchte ich gerne helfen. So, let's go! Ihr seid jetzt hier im Startbildschirm. Hier gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, in Online-Matches zu gehen. Das sind zwei spezielle Möglichkeiten. Die sind auch oben beschrieben, worum es da geht. Im schnellen Spiel könnt ihr mit Viereck den Filter auswählen für die Matcharten, die ihr gerne spielen wollt, wenn ihr dort in Online-Matches geht oder eben auch nicht. Standardmäßig sind alle angeklickselt. Ihr seht es jetzt hier. Ich habe tatsächlich nur zwei Matcharten ausgewählt aktuell, weil Team Deathmatch und Abschuss bestätigt meine Lieblingsarten sind. Neueinsteigern würde ich hier die Empfehlung geben, spielt alle Sachen im Zufallsprinzip mal durch oder ihr könnt natürlich auch immer nur eine anklickseln und alle anderen weg. Dann könnt ihr die ja bewusst ein paar Mal spielen und dann wisst ihr, ob euch diese Match-Variante liegt oder eher nicht. Das ist hier mein persönlicher Tipp. Das ist eigentlich schon das Wichtigste hierzu. Dann gehen wir auf jeden Fall hier mal mit X rein und ihr seht jetzt hier oben das Menü mit Spielen, Waffen, Operator, Shop. Das sind erstmal die wichtigsten Dinge. Übrigens, ich verlinke euch auch zwei Videos, wo ich einmal den Waffenschmied etwas genauer erkläre. Das war zwar noch zu Beta-Zeiten, aber das hat sich ja nicht geändert. Sprich, wie man die Waffen zusammenbaut, was man da beachten muss und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ansonsten auch noch ein weiteres Video mit den wichtigsten Einstellungen zu Grafik und vor allem auch Controller-Einstellungen. Guckt euch das mal an. Das werde ich jetzt hier nicht noch explizit erklären. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. So, wir gehen jetzt hier mal in die Waffen. Ihr seht jetzt hier drei Reiter, Mehrspielerausrüstung, eigene Ausrüstung 1. Hier könnt ihr eine neue Ausrüstung euch zusammenbauen. Ansonsten hat euch Call of Duty hier erst einmal drei Ausrüstungen sozusagen vorgegeben und die könnt ihr dann entsprechend auch bestücken. Gehen wir mal auf X. Hier seht ihr eine M4 mit der Sekundärwaffe hier. Habe ich aktuell eine nicht so starke, das können wir jetzt hier ändern, indem wir jetzt hier das Angriffspaket nehmen. Keine Sorge, erkläre ich euch gleich, was ich hier gemacht habe. Ich will es bloß nochmal ändern, so wie ich es vorher hatte. Und wir gehen jetzt hier nochmal rein. Also eigene Ausrüstung, wir gehen auf X. Hier seht ihr die Erstwaffe, die ihr habt, die Zweitwaffe, das ist die Taktikausrüstung, die auf L1 liegt und dann quasi betätigt werden kann. Hier auf R1 habt ihr in dem Fall eine Splittergranate und ein Extrapaket und eine mobile bzw. eine Feldausrüstung und alles kann man nach seinem Belieben ändern. Ihr könnt also jetzt hier auch eine andere Waffe, eine andere Kategorie nehmen. Jetzt haben wir hier Sturmgewehre, gehe ich mit R1. Dann hätten wir hier Kampfgewehre. Da sind aktuell mehr oder weniger alle noch gesperrt. Das wäre jetzt hier, glaube ich, eine M4-Variante. Die könntet ihr dann theoretisch auch hier schon nehmen. Ansonsten geht ihr weiter hier durch und schaut euch an, welche Waffen freigeschaltet sind. Und keine Sorge, alles im Hintergrund schaltet sich immer weiter frei. Ihr müsst einfach nur spielen. Das ist tatsächlich so. Die Waffenaufsätze schalten sich peu à peu frei. Neue Operator schalten sich frei. Neue Tarnungen schalten sich frei. Also das alles nicht so eng sehen. Das sieht erstmal hier alles wesentlich komplizierter aus, als es tatsächlich ist. So, LMGs, DMRs, Schützengewehre, Nahkampf. Hier könnt ihr dann entsprechend eure Waffen ändern, entweder die erste oder zweite. Und genauso funktioniert das hier auch mit diesen taktischen Sachen. Ich habe aktuell jetzt hier 5 Stück freigeschaltet und wenn ich weiter fleißig spiele, schalte ich die auch noch frei. Und was die jeweiligen Gegenstände im Spiel bewirken, steht auch immer mittig auch dabei. Einfach mal ausprobieren, was euch dann immer so liegt. Das wäre meine Empfehlung. Hier genau das gleiche. Eine Näherungsmine ist auch ganz nett, könnt ihr irgendwo hinlegen und wenn ein Gegner drüber rennt, macht's bumm. Sieht man oft auch nicht, weil man natürlich auch irgendwie damit beschäftigt ist, Gegner ausfindig zu machen. Eigentlich auch ganz nett, aber die Granate ist durchaus auch wirkungsvoll, ne? Und ihr könnt dann auch hier, wenn ihr die Sachen später mal freigeschaltet habt, diese auch in eure Ausrüstung hier mit reinnehmen. So, weiter geht's im Geschäft, dann hier auch mit dem Extra-Paket. Hier sind euch im Prinzip Pakete vorgegeben mit entsprechenden Perks. Also
dass die ganzen Sachen schon besetzt sind. Hier seht ihr das zum Beispiel. Angriff links. Overkill ist ein ganz wichtiges Basis-Extra meiner Meinung nach, weil ihr damit zwei Hauptwaffen in euer Loadout mit reinnehmen könnt. Das heißt im Prinzip zwei vernünftige Waffen auf gut Deutsch und nicht bloß ein Sturmgewehr beispielsweise und irgendwie dann noch eine Pistole oder ein Nahkampfmesser. Je nachdem, was ihr leveln wollt, natürlich auch sowas möglich. Aber das ist mit diesem Perk gemeint, trage zwei Primärwaffen. Ansonsten seht ihr auch hier immer, welche Pakete sozusagen hier bei Basis-Extras, Bonus-Extras und ultimativen Extra mit welchen Gegenständen hier schon versehen ist und was das Ganze im Spiel bedeutet und für euch für Auswirkungen hat, ja? Auch hier heißt es letzten Endes einfach mal durchprobieren und schauen, was jeweils zu den Waffengattungen passt, die ihr aufleveln wollt. Ich denke, so kann man das auch sehen. Mobile Deckung hier, das ist die Feldausrüstung, die ich gerade drin habe. Ich habe hier noch sowas freigeschaltet. Können wir mal machen. Nehmen wir mal das hier rein. Die mobile Deckung interessiert mich beispielsweise nicht so. Und schon habt ihr eigentlich die wichtigsten Sachen zu eurer Ausrüstung. Jetzt gehen wir mal wieder auf X. Hier sehen wir noch den Waffenschmied. Ja, also jetzt bin ich hier auf der Waffe drauf. Wenn ich nach oben klicksel, wird dieser Balken markiert und mit X können wir dann hier die Waffe entsprechend bearbeiten. Auf den Waffenschmied will ich jetzt weiter nicht eingehen. Ich werde euch ein extra Video verlinken, wie das funktioniert. Wichtig ist für euch, ihr könnt maximal 5 Aufsätze draufpacken, egal für welche Art ihr euch entscheidet. Und dann kriegt die Waffe natürlich eigene Stärken und auch wieder Schwächen. Beispiel gefällig, nehmen wir mal hier den Lauf als Aufsatzmöglichkeit. Ihr seht jetzt hier immer links beschrieben, wenn ich welchen Lauf drauf mache, welche Vor- und Nachteile sich dann bei der Waffe ergeben. Nehmen wir mal den zum Beispiel. Vorteile, Rückstoßkontrolle und Geschossgeschwindigkeit, Nachteile, Bewegungstempo und ZV-Geschwindigkeit. Also ein Lauf, der eher dafür geeignet ist, die Waffe genauer zu machen sozusagen. Aber die euch in eurem Bewegungstempo ein wenig limitiert, beziehungsweise das etwas verlangsamt, wenn ihr diesen Lauf drauf macht. So funktioniert das hier mit allen Gegenständen. Ich habe zum Beispiel hier schon ein 45-Schuss-Magazin drauf, hier sogar ein 60er. Nehmen wir mal gleich das 60er mit, denn für zwei, drei Gegner ist das durchaus schon wichtig. Wie gesagt, habt das hier freigeschaltet. Wenn ihr anfangt, ist das noch nicht freigeschaltet, aber das passiert alles peu à peu. Und wenn ihr einen Aufsatz mal gar nicht haben wollt, geht ihr hier auf X, habt wieder einen Slot frei, könnt ihr euch einfach mal hier einen Laser draufpacken als Beispiel und schon ist die Waffe umgebaut. Mit R1 oben könnt ihr das Ganze dann noch ändern. Hier könnt ihr Tarnung freispielen. Die jeweiligen Aufgaben sind eigentlich immer ganz gut erklärt. Und wie gesagt, wer gelegentlich oder normal spielt oder auch viel spielt, die Sachen hier, Leute, ganz ehrlich, das schaltet sich alles im Laufe der Zeit frei. Ich finde, da muss man gar nicht so viel zu sagen. Wie die jeweilige Tarnung freizuspielen ist, steht drinne. Und die edelsten und die wichtigsten oder die vom Grind her interessantesten 4 Tarnungen sind die Komplettierer. Die dauern schon eine Weile. Das wäre einmal Gold, Platin, Poly, Atomar und Orion. Das ist so das Nonplusultra, wenn ihr so wollt. Hier müsst ihr zum Beispiel schauen, was ihr dafür tun müsst. Steht dann halt auch immer da. Und wie gesagt, ist eigentlich selbsterklärend. Hier könnt ihr euch einen Talisman ranmachen, wenn ihr einen freigeschaltet habt. Hier könnt ihr euch ein Dekor ranmachen, wenn ihr euch was freigeschaltet habt. Hier könnt ihr die Waffe mit entsprechenden Stickern versehen. Ihr seht, ich habe in dem Bereich noch nichts freigeschaltet. Daher kann ich die Waffe noch nicht individualisieren in dem Bereich. Aber das könnt ihr dann hier machen. Das ist eigentlich schon das Wichtigste zum Loadout, auch zum Waffenbauplan. Wie gesagt, ich verlinke euch am Ende zwei Videos, die das Ganze nochmal besser erklären. Dann habt ihr oben mit R1 die Möglichkeit, hier eure Operator auszuwählen. Auch die, die hier mit einem Schloss vorgesehen sind, die seht ihr, was ihr tun müsst, steht immer da, damit ihr euch die freischalten könnt und ist eigentlich auch soweit selbsterklärend meiner Meinung nach. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Und hier hinter habt ihr dann noch entsprechende Skins zu dem jeweiligen Operator, wenn ihr entsprechend Aufgaben erfüllt habt. Hier seht ihr das zum Beispiel auch. Können wir mal hier rauf gehen. Bei Ghost habe ich noch keine weiteren Skins freigeschaltet. Und das kann man dann jeweils
sehen, wenn ihr auf den Operator geht. Ne? Also nochmal. Markieren. Markieren, wenn der änderbar wäre, würde da noch Viereck stehen, wie bei dem hier oben, ne? Ändern, weil er einfach mehrere Skins schon im Hintergrund freigeschaltet hat. Und so funktioniert das Ganze. Hier ist dann noch die andere Fraktion. Call of Duty ist ja immer in zwei Fraktionen eingeteilt. In dem Fall haben sie das hier Space Crew genannt und Kortak. Ich glaube, man ist jetzt einfach ein bisschen so von USA, Russland und sowas weggegangen. Sicherlich auch ein bisschen bewusster. Ja, aufgrund der politischen Lage aktuell. Aber finde ich persönlich eigentlich auch ganz in Ordnung. Später mal wird im Shop hier auch was angeboten. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Upgrade vornehmen auf die Vault Edition für 30 Euro mehr. Scheint, finde ich, aber ziemlich ein Quatsch, ehrlich gesagt, weil ich habe diese Edition. Würde mich jetzt gerade ein bisschen irritieren, aber ansonsten Shop-Inhalte findet ihr dann im Laufe der Zeit auch hier mit Bundles. Ihr werdet das alles sehen. Battle Pass ist hier noch ausgegraut, gibt es aktuell noch nicht, wird dann mit dem Release von Warzone 2 auch hier eingeführt. Das wird etwa Mitte November sein, erklärt sich dann auch von selbst. Auch dort könnt ihr dann Gegenstände freischalten, je nach Stufen. Der wird 100 Stufen haben und dort gibt es dann auch die Möglichkeit, wieder Skins freizuschalten, XPs, also dass ihr doppelte Waffen-EP kriegt, doppelte EP für einen bestimmten Zeitraum und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eigentlich erst einmal das Wichtigste. Also wie gesagt, hier könnt ihr die Matcharten filtern. Das halte ich für sehr wichtig. Und ihr könnt euch euer eigenes Loadout zusammenbauen. Und ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß, gerne auch auf unserem Kanal. Dann dieses Spiel wird jetzt sicherlich eins der Kernthemen der nächsten Wochen und Monate auf unserem Kanal sein. Dankeschön fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.